Herzlich willkommen zum neunten Teil unserer zwölfteiligen Serie der größten Fehler beim Zeitmanagement. Und heute geht es um das Thema Controlling. Vielleicht schlafen bei dir jetzt auch die Füße ein bei dem Wort Controlling, weil es dich völlig langweilt oder die Bedeutung, den Vorteil nicht erkennst. Tatsache ist aber, dass wenn du dein Zeitmanagement heute fertig machst, deine Woche ideal durchplanst, deinen Tag richtig gestaltest, die Minitage alle einträgst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du noch nicht die optimale Wochenplanung entwickelt hast. Vielmehr ist es so, dass du von Woche zu Woche sehr wahrscheinlich Dinge und Möglichkeiten, Ecken und Kanten erkennst, die du besser machen kannst. Das bedeutet also, du startest mit deinem Zeitmanagement, wenn du dafür Verantwortung übernimmst, vielmehr einen Prozess, der stetig sich verbessert. Ein Prozess, der sich stetig auch weiterentwickelt, wenn deine Anforderungen und deine Erfolge tatsächlich auch wachsen. Was bedeutet das unterm Strich? Dein Zeitmanagementsystem ist niemals fertig. Vielleicht erschreckt dich das, aber auf der anderen Seite wird deine Weiterentwicklung persönlich und geschäftlich ja auch voranschreiten. Du wirst mehr Aufgaben haben, mehr Projekte, vielleicht mehr Mitarbeiter, mehr Umsätze, mehr Verantwortung. Und das alles führt dazu, dass deine Zeitverwaltung, die 168 Stunden bleiben ja immer gleich, aber inhaltlich, strukturell sich verändern können. Als ich vor 20 Jahren mich selbstständig gemacht habe im Nebenerwerb, da hatte ich eine ganz andere Zeitgestaltung, als ich sie heute habe. Damals hatte ich feste Einkommensfenster, wo ich als Angestellter gearbeitet habe, um nebenbei mir mein Nebengewerbe aufzubauen. Spätestens dann, als ich dann in den Vollerwerb gewechselt bin, also nur noch selbstständig war und die ganzen Nebenjobs sein lassen konnte, hat sich meine Zeitstruktur verändert. Aber ich habe dann eine ganze Reihe von Diensten und Verwaltung gleichzeitig gemacht. Irgendwann hatte ich dann Mitarbeiter, die mich in der Verwaltung entlastet haben. Ich konnte also mehr Dienste am Kunden verbringen. Auch das wiederum hat zu einer Zeitstrukturänderung geführt. Dann habe ich mich entschieden, auch Mitarbeiter einzustellen, die auch Dienste am Kunden durchführen. Das bedeutet, ich musste weniger am Kunden arbeiten und habe dann auch weniger Verwaltung gemacht, aber dafür mehr operative, strategische, konzeptionelle Arbeit, also Innovation, Unternehmensentwicklung. Wie du also siehst, wirst du in den unterschiedlichen Phasen deiner Unternehmensgründung und Entwicklung unterschiedliche Konzepte und Strukturen auch einnehmen. Und die kommen nicht über Nacht und sind dann komplett neu, sondern es ist ein organischer, ein fließender Prozess. Und dafür brauchst du Controlling-Termine, dass du dir am Ende der Woche oder am Ende des Monats dir Gedanken darüber machst, wie du deine zukünftige Woche aus den Erfahrungen der letzten Wochen ein wenig optimieren kannst. Das ist nämlich die größte Freiheit, die du hast, dass du die Zukunft, deine Zukunft, den nächsten Tag, die nächste Woche, die nächsten Monate, die nächsten Quartale und Jahre verändern, gestalten kannst, wann du was machst und wer aus deinem Team oder externe Mitarbeiter dir Aufgaben abnehmen. Und dazu brauchst du tatsächlich Controlling. Und Controlling heißt nicht nur Kontrolle, so habe ich alles erreicht, sondern Controlling bedeutet auch Steuern, also abgleichen mit deiner Zielplanung. Hat das, was du dir vorgenommen hast bei der Ziel- und Ergebnisplanung mit den Aktivitäten im Verhältnis in der Schlagzahl auch dazu geführt, dass du deine Ziele erreichen konntest? Oder wird es erforderlich sein, dass du in der Zukunft etwas veränderst? Und das nennen wir Controlling. Also nimm dir Zeit bei deinem Zeitmanagement auch für Controlling. Ich kenne ganz wenig Unternehmer oder Führungskräfte, die sich bewusst ein Zeitfenster pro Woche freihalten, vielleicht 1-2 Stunden pro Woche, vielleicht ein Tag im Monat, vielleicht ein Wochenende im Quartal und vielleicht eine ganze Woche im Jahr, um Controlling zu betreiben, also auszuwerten, wie die Vergangenheit gemäß Kursplanung verlaufen ist, wo es Abweichungen gab und wo Handlungsmaßnahmen zur Kurskorrektur erforderlich sind. Das wird dir nicht auf der Toilette oder in der Badewanne einfallen und selten im Traum offenbart. Dafür brauchst du Controlling-Zeitfenster in deinem Zeitmanagement. Gehöre zu denen, die das machen. Untersuchungen haben ergeben, dass nur 10% der Firmen am Markt das tatsächlich tun. Morgen geht es weiter mit dem 10. Teil unserer 12-teiligen Serie. Die größten Fehler beim Zeitmanagement. Sei auch du wieder dabei.